Hi, ich bin Exocon. Willkommen auf meinem Zweitkanal Exocon Raw und zur zu Band 7, Kapitel 4, Nebelhorn. Wir sind unterwegs mit Angret, unserer Todesklinge, durch die Welt von Arcesia, also dem Spiel Lost Ark. In Begleitung von Stitch, unserem Kater. Und wir sind auf der Suche jetzt, sprich mit Labordirektorin Julia. Letztes Mal waren wir in der Schrottebene. Ich möchte mir echt alle folgen. Danke. Ich möchte gerne welche mitlaufen. Was hast du hier zu suchen? Oh, du bist eine Inspektorin. Ach, du untersuchst also dem Auftrag von Schatzmeisterin Sascha den Fall des abgestürzten Luftschiffs. Oh, du musst das Luftschiff meinen, welches auf der Schrottebene abgestürzt ist. Aber warum bist du deswegen hier? Wie bitte? Ob wir dir der Technologieabteilung nicht beim Bau des Luftschiffs geholfen haben? Das ist eine Beleidigung für dieses Labor. Und Technologe Kraus ist nicht diese Art von Person, für die du ihn hältst. Du willst ihm nur die Schuld daran geben, genauso wie damals, als der Bau des Verdantiers abgebrochen wurde. Wenn du mir nicht glaubst, dann frag ihn doch selbst. Kraus ist gerade auf dem Zwielichthügel. Okay. Und dann fragen wir ihn mal selbst. Der Zutritt ist nicht gestattet. Ich bin aber Inspektorin. Wer immer du bist, schau dich sofort weg von hier. Das Chaosportal wird verdammt, es ist zu spät. Halt doch das Video. Der Spiel wird ein für alle Mal ein Ende. Diese Dämonen werden Stern nicht erreichen. Irgendwie müssen wir die alle mal zusammenziehen. Komm mal her. Alle mal zusammen. Mehr. Oder immer welche nach. Dann mitten im Gefecht die Nase einkrabbelt. Aua.
Ich bin beeindruckt. Die Welt wird mit jedem Tag kränker. Mit jedem Tag werden die Dämonen stärker. Kazaros wird bald wiedergeboren werden. Wir können uns nicht darauf verlassen, dass die Götter uns retten. Wenn wir überleben wollen, müssen wir uns selbst retten. Wärst du schwach, würden wir uns nicht auf diese Weise unterhalten. Ganz schön vor sich eingenommen. Ich habe dein Bild in der Zeitung gesehen, die Bastian mitgebracht hat. Lutheras Ritterin Angret, du bist besser als man sagt. Haben dich Bastian und Sascha geschickt, um mich zu überprüfen? Hast du Drahtzieher dieser Ereignisse? Sie machen sich Sorgen. Immer dieses direkt. Hast du ihn getötet? Hast du ihn getötet? Nein, erstmal guter Kopf, böser Kopf. Bastian und Sascha sind zu weich. Assassin braucht jede radikale Veränderung. Jemand muss dafür sorgen und ich habe entschieden, dass ich derjenige sein werde. Ich wollte niemandem sonst diese Last auferlegen. Dass es nie so dazwischen geht. Nein, es muss immer das eine oder das andere. Soweit ich weiß, sind Inspektoren nicht dazu befugt, den Technologen zu verhaften. Du siehst auch nicht so aus, als hättest du das vorgehabt. Lass es von hier verschwinden. Ich halte meine Taten für richtig. So denkst du sicherlich auch über deine. Also Scheiß. Okay, reiten wir einfach weiter. Das arme Pferd. Das muss ja echt wehtun. Forschungsleiterin Dare. Ah, dieser Kerl spinnt wieder. Diese Materialien, auf die alle so verzweifelt gewartet haben, sind endlich da und diese Maschine hat natürlich wieder den Geist aufgegeben. In einem Notfall wie diesem geht nichts über Handarbeit. Würdest du diese Kiste zu unseren Forscherin bringen? Schließlich bist du genau zur passenden Zeit hier. Ich bin wie ein Verbote oder so. Irgendwann baue ich ein Luftschiff. Glaub mir. Ah. Das sind die Materialien, auf die ich schon so lange gewartet habe. Vielen Dank. Ich war so in meiner Forschung vertieft, dass ich gar nicht mitbekommen habe, dass sie eingetroffen sind. Endlich kann ich diese Formel lösen. Gern geschehen. Ja. Krause ist unschuldig. Die Technologen arbeiten zum Wohle von Arthetin. Der Verdantier sollte der Allgemeinheit Vorteile bringen, auch wenn er nie fertiggestellt wurde. Ich werde nie verstehen, warum der Administrator und die Schatzmeisterin seine Mühe nicht zu schätzen wissen. Schulterplatte der verletzlichen Sonne. Er sieht spannend aus. Und lass uns das mal gucken. Da bin ich ja echt gespannt. Also wir ziehen die an. Na wartet, wir machen erstmal... Kins. Wir aktivieren mal die Rüstung. Also so sehen wir normal aus im Moment. Das ist noch unsere Rüstung, die wir auch aus Annika mitgebracht haben. Dann ist das anscheinend neben dem Schwert, weil das Schwert haben wir auch letztes Mal angezogen. Unsere neue... Okay. Bin gespannt. Ist ein sehr einfaches, komfortables System in Lost Ark mit den Skins. Kann sie haben, man muss sie nicht haben. Und ein höheres Budget. Okay, du kennst also Krause. Was denkst du, was für ein Mann er ist? Ein entschlossener Mann. Ein entschlossener Mann? Hm. Ja, Krause gibt nicht nie auf, wenn er sich etwas in den Kopf gesetzt hat. Darum bauen wir alle auf ihn. Aber wenn es um den Verdantier geht, hüllt er sich in Schweigen. Ist ein wachsames Auge auf das Nebelhorn-Labor behalten.
Bastian ist davon überzeugt, dass es sich bei dem Stein, der den, der Hase sucht, um das Herz von Zeptrum handelt. Ach, stimmt, die Geschichte. Ja, das Blatt. Er versorgt jeden Winkel, letztes Gebiet, von Artetin mit Energie. Wenn wir das verlieren, folgt nichts als Chaos. Wir müssen es beschützen, damit die Konstruktion der Sonne niemals abgeschlossen wird. Bitte bleibt in Nebelhorn und beobachtet die Lage. Ja. Du bist ja immer noch hier. Ich bleibe sogar hier. Jetzt willst du uns helfen? Was für eine Überraschung. Schließlich hattest du ja nicht uns ja nicht geglaubt. Also gut, wenn du das wirklich willst. Wir brauchen sowieso Hilfe von jemandem, der stark ist. Die Bestien in der Nähe des Labors terrorisieren meine Forscher. Bitte kümmere dich um sie. Wenn du fertig bist, melde dich bei Forscherin Mana. Mana. Mhm. Nicht dahin. Nee, nicht da lang. Da lang. Forscher Lana. Jedes Jahr fürchte ich mich davor. Und jetzt ist es wieder soweit. Die Kostenabrechnungen müssen gemacht werden. Wir Forscher sind zwar intelligent, aber wenn es ums Geld geht, sind wir nicht gerade verlässlich. Wenn die Finanzabteilung diese Kostenabrechnung sieht, wird sie uns sicher Fragen stellen, zu denen wir keine genaue Antwort geben können. Dennoch müssen wir sie einreichen, sonst wird uns noch Betrug vorgeworfen. Inspektorin, bitte sammle die Kostenabrechnung der Forscher hier ein und bringe sie zu Degre in der Finanzabteilung. Ich bin Inspektorin. Glaub mir. Ja, die Luftschifftechnologie, die hier in Arthur haben, ist echt schon cool. Der Bauplan dieser jungen Mari war beeindruckend. Erklärung über Monatsmittel einreichen. Wir brauchen mehr Geld. Weißt du, wie teuer dieses neue Kühlmittel ist? Oh nein. Erklärung über Monatsmittel einreichen. Kostenabrechnung. Die habe ich völlig vergessen. Erklärung über Monatsmittel einreichen. Wir haben ein bisschen mehr ausgegeben, als wir zur Verfügung hatten, aber das Projekt ist es wert. Regulator Degre. Inspektorin, hast du diese Abrechnung eigenhändig eingesammelt? Um so eine belanglose Aufgabe hättest du dich nicht kümmern müssen, aber dankeschön. Ich mache mir Sorgen, wie schlampig die Abrechnungen wohl gemacht worden sind. Zumindest hat diesmal jeder eine Abrechnung eingereicht. Was? Jeder hat ein anderes Formular verwendet? Damit kann ich nichts anfangen. Ich muss sie wohl hier alle herzitieren und die Formulare von meinen Augen ausfüllen lassen. Ich wusste, dass so etwas passieren würde. Jetzt fahren wir einen großen Turm runter. So, jetzt müssen wir Bestien. Also, Krokodile. Oder? Ja, Krokodile sind gut. Ist schön, mal ein bisschen Grünzeug zu sehen. Koran. Also einfach. Na komm, will nicht alle mitnehmen. Oben rum. Wir schneiden diese Kakteen. iPhone 8. Okay, mehr Krokodile. Da oben ist eine Birne, falls jemand suchen sollte. Aber ich kann euch immer auch kurz die Karte aufmachen. Ah, okay. Schlechtes Beispiel. Hier habe ich eine 4 von 8.
Abenteuerfoliante war hier noch nicht dran. Wieso gucken? 82%. Okay, aber Hauptsache, ich habe den Sprit gekocht. Das ist schon mal was. Danke, dass du den Weg von den Bestien befreit hast. Inspektorin. Jetzt muss ich mir keine Sorgen mehr darum machen, dass ich auf dem Rückweg zum Labor vielleicht getötet werde. Musst du eigentlich sofort ins Labor zurück? Trockener Humor ist bester Humor. Nein? Großartig. Könntest du mal beim Hoverboard-Labor vorbeischauen? Ich habe schon eine Weile nichts mehr von dort gehört. Der Roboter, den ich dort geschickt habe, ist auch noch nicht zurück. Ich mache mir Sorgen, dass etwas passieren sein könnte. Ja, das liegt vor uns. Ich mag das Geräusch von diesen Hoverboards nicht. Ah. Den können wir mal auf etwas anderes umsteigen. Das da. Ja, das sieht besser aus. Nimmt die Siegellegion um. Ah. Erinnert irgendwie an. Oh, wie heißt das gerade im Spiel? Zweiter Weltkrieg. Mann. Lange nicht mehr gespielt. Zu viele Spiele. Wo auch Roboter rumlaufen. Sogar ein bisschen organisch aus, oder? Als ob er angeschmolzen wäre. Wie heißt der? MK6. Sieht auch ganz schön viel aus. Aber tot war er trotzdem. Das Kommunikationsgerät läuft wieder. Freut mich. Der Roboter ist auf dem Weg zum Herz von Skeptrum. Ich habe ein lautes Geräusch am Herz von Skeptrum gehört. Und ein riesiger, bedrohlicher Schatten flog in diese Richtung. Er hatte die Form einer Waffe. Was in aller Welt geht hier vor sich? Um ihn folgen noch mehr Maschinen. Wir müssen Labordirektorin Julia alarmieren. BTF. Wenn ich doch mehr Zeit hätte und ein höheres Budget. Jemand hat das Herz von Skeptrum infiltriert. Das Eingangstor wurde auch von innen versiegelt. Was, wenn dem Herzen etwas zustößt? Dann ist ganz Arvetin. Oh nein, du hast recht. Ich muss Ruhe bewahren. Ich kontaktiere erst einmal Stern, aber es wird eine Weile dauern, bis Hilfe eintrifft. Gibt es außer dem Eingangstor noch einen anderen Eingang? Denkst du darüber nach, selbst dorthin zu gehen? Der Aufzug im Labor unten führt zum Herz von Skeptrum. Viel Glück beim Aufhalten der Eindringlinge, bis Hilfe eintrifft. Okay. Ich mach das solo. Nein, eins weiter.
Herz von Zeptrum. Die Energiequelle sozusagen von Arthesin. Kannst du mich hören? Oh, den Göttern sei Dank. Sascha ist mit Verstärkung eingetroffen. Triff sie am Eingang. Was zum... Ich hab's rechtzeitig geschafft, oder? Ich wusste, er wollte das Herz von Skeptrum. Wenn wir es verlieren, ist es mit Artichin vorbei. Beeilen wir uns. Wir werden die Potenzsteine behalten. Geht ihr vor, während ich einen großen Läufer finde. Und versucht nichts Dummes anzustellen. Ich zähle auf dich. Irgendwie geht hier alles so ein bisschen den Bach runter. Dass du noch in einem Stück bist. Ich glaube, unser Eindringling ist unter dem Labor. Ich bewache den Ausgang. Du findest den Eindringling. Ich will auch so ein Spielzeug. Bin ich total unfair. Wir sind sehr tief runtergefahren. Kein Weg nach vorne. Schlagen uns durch. Wow, wow, wow. Sterben. An der einfachsten Stelle. Als ob das schon mal jemals passiert wäre. Ich würde hier gern erst einmal durch. Boah, kommt die mit Rasentraktoren an. Yeah.
den töten? Kann ich den töten? Er hat nämlich ganz schön viele Leben. So weit zu go. Ja, auf eine Frau zu schlagen. Aufzugskonsole. Aufzug da. Jetzt fahren wir wieder ein Stück hoch. Unser großer Läufer ist halb zerstört. Ich helfe dir vom Kontrollraum, so gut es geht. Bitte halte die Eindringlinge auf. Juhu, runtergerutscht. Ich tue ja schon mein Bestes. Ich finde das in Dungeon total genial. Es erinnert total an Alien irgendwie. Oder Aliens. Das ist den zweiten Teil. Ganzen Rohre, das Dreckige, die Lichter. Müssen nur noch die Space Marines kommen. Au. Hat weh getutet? Die Eindringlinge haben das Sicherheitssystem aktiviert. Du musst auf einem Hoverboard weiter. Das wird Spaß machen. Bedenkt, wie schwer das früher war, weil ihr hattet viel mehr Quests und hattet ein viel niedrigeres Level, als ich hier ankam zu Beginn von Lost Ark, als es rauskam. Und ich habe ja auch eine höherwertige Ausrüstung, höhere Kaderstufe, das heißt mehr Leben. Ansonsten war das hier ganz schnell vorbei. Vor allem, wenn man mit einer 4-Mann-Gruppe durch war. Das war ein lustiger Spaß. Oh.
Mann, Frau, Vierertrupp halt. Wird man auch noch viel, viel später im Spiel im Einsatz sehen. Auch die großen Luftschiffe. Okay, der wird sich gleich ans Leder wollen. Der nächste. Und da oben ist das Maus-Symbol. Also es sieht aus wie eine Maus. Uns beeilen. Irgendwo in diesem Sektor ist ein Prototyp des großen Läufers. Wenn du ihn findest und steuerst, kannst du dich hier schnell besiegen. Gut, Feuer frei. Genau. Gut, ein. Einer der größten Dungeons. Übrigens ist der Dungeon so gemacht, dass wenn ihr wirklich mit einem Vier-Personen-Team hier seid, dann bekommt auch jeder einen Mech. Ihr müsst einfach nur immer ein Stück weiterlaufen und dann wird der nächste Mech bereitstehen, sodass der zweite, dann der dritte, dann der vierte einsteigen. Natürlich der zuerst drin war, der kann seinen Mech am längsten benutzen. Aber keine Sorge, das Level-Design und Balance sind sehr gut in dem Spiel. Genau, hier seht ihr schon die nächsten Maus-Symbole. Ich glaube mich zu erinnern, dass es in diesem Sektor ein...
wären dann die nächsten Mechs. Also ihr hättet normalerweise mit einem größeren Team den Mech nicht verloren. Und die nächsten hätten wieder einsteigen können. Er kann jetzt auch was Neues. Fancy. Deswegen, das Spiel hält für jeden etwas bereit. Es gibt hier auch einen weiteren Prototyp des großen Läufers. Wer dieses Steampunk-Welt mag, der ist hier genau richtig aufgehoben. Art-Team, der ganze Kontinent. Jetzt können wir den verlassen. Und der kann auch stehen. Zylinder schön arbeiten. Oder so eine Art von Warhammer-Mech. Ihr könnt auch links eine Seilwinde benutzen, die ist dann nur für Menschen. Also ihr könnt natürlich auch zu Fuß das ganze Level machen. Es gibt hier auch einen weiteren Prototyp des großen Läufers. Genug Mechs für alle da. Oder wenn er euch zum Beispiel kaputt gehen sollte, könnt ihr auch einfach tauschen. Es gibt hier auch einen weiteren Prototyp des großen Läufers. Und schon sind wir am Ende angekommen. Das Energiegerät der einen Schienenbahn wurde abgeschaltet. Glücklicherweise kann ich es von hier aus wieder einschalten. Geh du zur Einschienenbahn. Ich werde sie sofort einschalten. Hier macht das natürlich auch mehr Spaß. Ach, Feinde. Es wird eine Weile dauern, bis das Gerät reaktiviert wird. Schütze es so lange wie möglich.
ballern, das wäre noch gut. Das lief überraschend gut. Ui. Nun geh zur Station und steig in die Einschienenbahn. Eher so ein Transportsystem, womit sie auch die ganzen Mech und sowas transportieren. Deswegen einfach nur so eine Platte. Pass auf, fall nicht von der Einschienenbahn. So wie in Hi-Fi Rush. Da hatten sie auch so ein System, so ein Transportsystem. Mehr und mehr. Erinnert mich an Jabba the Hutt. Jabba den Hutten, seine Segelbarke. Erst mit Rücken. Dann die Kanone ausrichtet auf das Schiff. Steig auf die Einschienenbahn. Die bauen hier ganz schön viel. Wir sind angekommen. Oder Warhammer Darktide. Sieht auch so düster aus. Jage ich dich in die Luft. Das muss Octomarie. Nutze das Arkan-Hologramm, um die Magiekugeln von Sergio abzuwehren. Feuer!
Aha. Ich glaube, das brauchen wir nicht unbedingt. Kann ich mal sehr fix. Frasio ist kurz davor, einen mächtigen Angriff auszuführen. Versteck dich hinter dem Arkan-Hologramm, um dem auszuweichen. Potenzsteine gehören jetzt uns. Immer Potenzsteine? Mana-Steine. Keine Sorge, sollte sie jemandem gefallen, die kommt noch an manchen anderen Stellen vor im Spiel. Dank dir ist es uns gelungen, das Herz von Skeptrum zu beschützen. Hätten wir es verloren, sieht die Lage wirklich düster aus. Leider bestätigen Maris Worte, dass Krause hinter all dem steckt. Teile Labordirektorin Julia bitte mit, dass das Herz vorerst in Sicherheit ist. Entferne das Herz von Skeptrum. Okay, dann. Bis ihr drei, viel Spaß euch hier noch. Im Dunkeln, alleine, zu dritt. Nebelhorn. Ein sehr interessanter, ich finde, cooler Dungeon. Wenn ich doch mehr Zeit hätte und ein höheres Budget. Oh, vielen Dank. Ohne dich hätten wir das Herz von Skeptrum mit Sicherheit verloren. Ich kann nur nicht fassen, dass Marie der Eindringling war. Sie tut nur, worum Krause sie bittet. Aber das würde bedeuten, dass sie das Herz für... Oh, Krause, ich habe dir vertraut. Warum nur? Erst war es Dr. Seville, jetzt Dr. Mari. Alles, was sie tun, tun sie für Krause. Er will den Verdantier aktivieren und wir müssen ihn aufhalten. Ich werde mit Bastian die nächsten Schritte besprechen. Gehen wir zurück nach Stern. Aber Angrid, falls... Ach egal, gehen wir erst einmal zurück zu Bastian.
Die ist aber schnell wieder rausgekommen. Bastian, Bastian, da oben. Sterns Ursprung. Ist der Verdantier in Gefahr? Willkommen. Du bist hier? Es ist heldenhaft von dir, dass du das Herz von Skeptrum beschützt. Scheinbar hat Krause eine Entscheidung getroffen. Das werden wir auch tun müssen. Was auch immer nach diesem Kampf passieren mag, ich werde dir die gewünschten Informationen geben. Danke soweit für deine Hilfe. Ich helfe bis zum Ende. Ich verhelfe euch zum Sieg. Bis zum Ende. Du willst uns bis zum Ende beistehen? Das bedeutet uns sehr viel. Danke. Du warst soweit äußerst hilfreich. Ich bin froh, dass ich dich bei uns haben. Jetzt kriegen wir die Brust. Zack. Das geht an alle Saikina. Heute hat Krause das Herz von Skeptrum angegriffen. Er will zudem den Vedantier aktivieren, ohne Absprache mit dem Parlament. Falls er mit seinem Vorhaben Erfolg hat, befindet sich Arthetin in Gefahr. Daher habe ich in enger Absprache mit dem Parlament beschlossen, Krause offiziell zu einem Staatsfeind zu erklären. Spannend. Hast du mit Bastian gesprochen? Ich bin froh, dass du bleibst und uns hilfst. Mir war von Anfang an klar, dass du uns nicht im Stich lassen würdest. Aber nur, damit du es weißt, ich bettel wirklich nicht gern um Hilfe. Dann bereiten wir uns mal vor. Zunächst werde ich alle Agenten zurückbeordern, die ich zur Mission ausgeschickt habe. Frag du bitte Bastian, wie sein Plan zum Schutz Sterns aussieht. Scheinbar hängen die Fehlfunktionen der Maschinen in Arthetin mit Krause zusammen. Wir müssen neue Maschinen bauen, die nicht nur unter seinem Einfluss standen. Oh Mann, das wird vielleicht eine Mammutaufgabe. Wir müssen daher das aber hinbekommen, und zwar rasch, bevor alles aus den Fugen gerät. Hier, ich habe Bestellung für neue Maschinen aufgesetzt. Bringe sie bitte zu meinem Mitarbeiter Inga. Krauses persönliche Wachen bleiben in Stern. Sie könnten versuchen, uns von außerhalb der Stadt anzugreifen. Momentan verhalten sie sich ruhig, aber wir müssen wachsam bleiben. Überbringe diese schriftlichen Befehle an die Befehlshaber der Regulatoren in Stern und sei vorsichtig. Alles klar. Okay, da sind die Befehlshaber, die sind unten. Überliefere Bastians Befehl. Verstehe. Ich behalte die königliche Wache im Auge. Ich bereite die Truppen vor. Die Sache verkompliziert sich. Wir dürfen uns nicht selbst bekämpfen. Wir werden unsere Patrouillen verstärken. Wo ist das zweite? Oben. Aber wir müssen eh nochmal zu Bastian, also passt das schon. Ist übrigens die Parlamentskammer. Rechts unten. Der Bau der neuen Maschinen wurde genehmigt. Bitte bringe die Bestellung zu meinem Mitarbeiter Audra in der Halle der Transzendenz. Unglaublich, für das Projekt werden so viele Leute brauchen, dass ich sie kaum zählen kann. Ui, was heute los mit dem Lesen? Vor der riesigen Summe an Geld ganz zu schweigen. Sascha und Bastian vollbringen wahre Wunder. Ich kann nicht sagen, wie sie das durchgeboxt haben. Irgendwie.
Ja, also wir machen jetzt nochmal, wir erstatten jetzt nochmal Bericht und dann auf zur Audra. Willkommen. Gut. Du hast sie abgeliefert. Der Geheimdienst hat neue Informationen. Sascha kann dir mehr darüber erzählen. In der Nähe vom Windbringerhügel sind gewaltige Maschinen aufgetaucht. Sie versuchen dort, die Müllkippe zu besetzen. Es ist essentiell, dass wir die Lage dort in den Griff bekommen. Befreie die Windbringerhügel von den Maschinen. Ich versuche derweil mehr in Erfahrung zu bringen. Windbringerhügel. Eine Bestellung für neue Maschinen? Verstehe. Ich schaue mir das sofort an. Mal sehen. Ein Teil der bereits gekauften Superlegierungen müssen zur großen Läuferforschung umgeleitet werden. Bringe den Container mit der Superlegierung bitte zu den Technologen der Entwicklungsabteilung in der Halle der Transzendenz. Welchen? Ich nehme jetzt einfach einen. Ich bevorzuge Laser. Wir müssen groß denken. Ich habe die eingehende Untersuchung der Produktionsanlage abgeschlossen. Wir brauchen zahlreiche Komponenten für die neuen Maschinen. Bitte gib deine Bestellung beim Spezialausrüstungshersteller im Industriegebiet auf. Ganz unter uns, ich bin etwas nervös, weil das mein erstes Großprojekt ohne Beaufsichtigung sein wird. Ich weiß nicht, ob ich die Halle der Transzendenz ganz alleine anführen kann. Oh, mein Magen fühlt sich seltsam an. Rebellierende Magen hin oder her, das muss erledigt werden und zwar pronto. Genau so ist es. Müssen wir hin? Da. Auch wenn ihr euch vielleicht wundert, viele der Bereiche, die hier gebaut sind, die werden verwendet. Und zwar, wenn ihr das allererste Mal das Spiel spielen solltet, dann habt ihr auch noch Kader-Quests, also zusätzliche Lila-Quests. Und die benutzen oft sehr viele Gebiete und Orte, die jetzt wie leer aussehen oder nicht benutzt aussehen. Hat schon alles seinen Sinn. Spezialausrüstungshersteller. Produktionsbestellung erhalten. Es wird eine Weile dauern, die angeforderte Anzahl zu bauen. Fordere zusätzliche Produktionspersonal an. Eine Genehmigung von Fabrikinspektor Rodo steht noch aus. Oh Gott, noch einen. Okay, der ist weiter unten. Wie kann ich helfen? Dann suchen Sie nach jemandem. Das ist eine Bestellung für neue Maschinen. Ich schaue mir die Details gleich an und setze sie auf. Der Austausch jeder einzelnen Maschine in Arthedain wird sehr lange dauern und viel Geld kosten. Ach je. Ich bewundere Krause, aber ich war nie damit einverstanden, dass das Parlament ihm die volle Kontrolle über die Maschinen im Land übertrug. Niemand sollte so viel Macht haben. Auch kein angesehener Technologe wie Krause. Da ist der nächste. Hab's ganz genau gesehen. Dort. Oh, da kam die Einschienenbahn entgegen. Über uns. Unser Arthedain-Pferd ist natürlich auch tipptopp in Schuss. Ja, jetzt kommen wir in den Windbringerhügel, damit ich es auch richtig ausgesprochen habe.
Wir müssen etwas gegen diese verflixten Maschinen tun. Ja, dafür bin ich hier. Gute Frau. Und das heißt, uns steht jetzt Windbringerhügel, dann haben wir noch Rissafälle, Tortridge und Rotsandwüste. Dann sind wir erst einmal mit diesem Teil von Artitin durch und irgendwann wird wahrscheinlich per Update noch dieses Teil nachgeliefert. Straße von Antares. Somit war das Band 7, Kapitel 4, Nebelhorn. Und jetzt sind wir im Kapitel 5. Da sehen wir uns dann hoffentlich alle wieder gemeinsam zu der nächsten Lesestunde. Wieder an einem Freitag, wieder in Arcesia in Lost Ark mit Annegret der Todesklinge. Vielen Dank fürs Zuschauen, bis zur nächsten Folge. Euer Exocron.